Sogar die Käfer haben mehr Sex als ich. Hier ist Bounce. Hi Bounce. Hallo. So, er hat mir gesagt, dieser Damm hat hier das ganze Wasser des Tals gehalten. Wie ihr seht, da ist kein Wasser mehr, weil das für die Großstädte verwendet wird jetzt. Das heißt, der Damm steht quasi leer. Wir kommen von da hinten aus dem Tal heraus. Das ist Mount Baden-Powell, wo wir vielleicht rauf müssen. Ich überlege mir noch. Und wir gehen da jetzt runter in das Tal. Maybe 4 hours ahead. Yeah. It's a nice place to zero, as long as you're not like on a weekend. Yeah, hot pants? Yeah. So, ich konnte mich jetzt von der Trail Magic hier lösen. Es gab alles. Da unten, weiß nicht, ob man sie sieht, sind sie noch. Das waren zwei Freunde, die haben gegrillt. Es gab ein paar Biere. Und eine davon ist jetzt einkaufen gefahren und hat Privatwünsche aufgenommen, was sie mitnehmen soll. Ich sage, okay, jetzt muss ich gehen, weil sonst eskaliert das heute noch. Oh, wie man sieht, kein Schatten hier unten. Die Papier haben gerade ordentlich reingefetzt. Jetzt geht es auch noch bergauf. Ich muss gerade echt konzentrieren, dass ich da nicht hier ein kleines Klippchen hinunterfalle. Aber ein paar Kilometer wollte ich noch machen bis zum nächsten Campingplatz. Gibt es auch Wasser, weil es ist witzig. Wir hatten Trail Magic, gab kein Wasser, nur Bier. Oh, jetzt muss ich mir erstmal Wasser besorgen, weil sonst ist, glaube ich, gleich vorbei mit mir. Ich hoffe, es liegt nicht nur am Bier, aber diese Aussicht ist Hammer. Jo, ich habe jetzt nach langer, langer Suche einen Zeltplatz gefunden und es ist immer noch hell. Ich glaube, könnte das sein, dass jetzt irgendwann Zeitumstellung war? Kommt mir schon komisch vor, das ist so spät, ist ja doch immer hell. Wie auch immer. Jedenfalls, ich hatte mein Zelt schon aufgebaut gehabt. Und da war es aber an der Stelle so windig, ging gar nicht. Ich habe das Zelt abgebaut, unter den Arm geklemmt und bin halt so lang weitergegangen, bis ich eine halbwegs windgeschützte Stelle gefunden habe. Das ist jetzt hier. Ich bin dann so ein kleines Tal runter und habe da ein paar Bäume neben mir stehen, die leider abgebrannt sind, also nicht allzu viel Windschutz bieten. Aber soweit ich das herausgefunden habe, kommt hier der Wind nur aus einer Richtung, weil was mir aufgefallen ist, der Wind dreht hier alle 5 Minuten. Und habe halt mein Zelt quasi gegen diese eine Windrichtung aufgestellt. Jedenfalls, ja. Das Problem ist, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, man kann es halt nicht gescheit abspannen, weil der Boden ist so sandig überall, dass wenn du ein Spannungszelt hast oder ein Tension Tent, ein nicht freistehendes Zelt, dann lösen sich die Heringe die ganze Zeit und muss in der Nacht mehrmals nachspannen. Das macht mich fertig. Also ich werde glaube ich nie wieder ein nicht freistehendes Zelt nehmen. Auch wenn sie leicht sind, aber das nervt. Massiv, in vielen Dingen. Wie auch immer. Was heute passiert, ich habe mein neuestes Wehwehchen. Oh, ich bin über eine Holzbrücke drüber und dann war da plötzlich kein Holz mehr. Und ich bin ins Leere gestiegen. Toll. Was ist noch passiert? Ich habe einen Trailname bekommen. Also hier auf dem PCT ist es üblich, dass man sich gegenseitig Trailnames gibt. Also man darf sich den nicht selber aussuchen, der wird einem gegeben. Man darf halt schon sagen, nein, okay, der gefällt mir nicht, ja, dann verwendest du ihn halt nicht. Aber
Es ist halt, du kannst halt nicht sagen, okay, ich nenne mich ab jetzt bla bla bla. Ich meine, ja, theoretisch schon, aber das macht man halt nicht. Und jetzt habe ich jedenfalls heute meinen Trailname bekommen. Grund war der. Das ist Bounce. Ihr habt Bounce vor einem Video schon gesehen. Also Bounce ist sein Trailname. Kommt an meinem Zeltplatz vorbei, da wo ich quasi gecampt habe. Und er hat ja zu dem Zeitpunkt schon 15 oder 16 Kilometer Intus. Und ich bin halt gerade erst aufgestanden. Und daraufhin meinte er, ich bin wie ein Groundhog, wie ein Murmeltier. Tja, also mein Trailname ist Groundhog. Kann damit leben. Er dachte mir, ach, weil du so süße Bäckchen hast. Shit. Ja, wahrscheinlich. Jo, sonst ist nicht viel passiert. Trail Magic habe ich zweimal in die Runde gefilmt. Gab ihm, wie gesagt, Burger, Bier und viel, viel Obst. Frisches Obst, so gut. Dementsprechend den Wanst vollgeschlagen und mir ein Abendessen gespart. Finde ich super. Hab mir ein... Oh ja, Moment. Ich habe nämlich im Supermarkt... Ist eh schon länger her. Nein, wo ist das? Nevermind. Also Water Enhancer nennt sich das. Das ist halt quasi so wie ein Sirup, wenn du so willst. Ups. So, es kommt in so kleinen Fläschchen. Und da gibt es verschiedene Geschmackrichtungen. Also dieser Orange ist nicht so meins. Das schmeckt einfach massivst künstlich. Ich meine, die schmecken alle künstlich, weil sie halt künstlich sind. Aber das Ding ist, ich habe halt mit einem so einem Spritzer, also einmal zusammen squeezen, zusammen drücken, kriege ich einen ganzen Liter geschmacksverstärkt, was halt richtig, richtig nice ist. Und der beste davon, also ich habe ein paar verschiedene Sorten mal ausprobiert, und der beste davon ist, das ist so Eistee. Und wenn du halt frisch aus dem Bach, aus dem kalten Bach, das Wasser rausfilterst und dir dann so ein Eistee-Sirup reinhast, oh, das schmeckt wirklich wie gekauft. Finde ich super. Gefällt mir gut. Ich bin aber drauf gekommen, wenn ich nur das geht nicht. Also ich brauche immer zwischendurch, ich trinke halt ungefähr 2 Liter Wasser, 1 Liter so ein Ding. Weil das ist einfach so, es schmeckt so chemisch. Ich meine, es ist nett als Abwechslung, aber nur das trinken, glaube ich, kann ich nicht. Ja, ist glaube ich, auch besser, wenn ich mal Wasser trinke. Jetzt hoffe ich halt, dass die Nacht nicht allzu windig wird. Wobei, ich glaube, ich habe es geschafft, dieses Mal das Zelt halbwegs gut abzuspannen. Das heißt, dass mir diese Zeltwand hier nicht permanent ins Gesicht fliegt in der Nacht. Das ärgert massiv. Ja, ich habe übrigens, apropos Nacht, ich hatte übrigens einen Albtraum. Ich habe, witzigerweise, ich schlafe, ich glaube, es ist nämlich, weil ich hier schlafe zu viel, wenn ich im Zelt schlafe. Weil du pennst halt dann eigentlich ab dem es dunkel ist, bis es nicht mehr dunkel ist. Das sind halt momentan so 12 Stunden, nicht ganz, 11 Stunden. Und so lange pennst du halt, weil, naja, ist halt finster draußen. Ne? Und ich glaube, durch dieses zu viel Schlafen fange ich wieder an, viel zu träumen, weil ich träume selten eigentlich. Und meistens ist es was Gutes. Und jetzt hatte ich einen Albtraum. Ich habe ganz, ganz selten Albträume. Und zwar, ich habe mich schwerst verliebt, wurde abserviert, bin zum Weinen, warum auch immer, in Floridsdorf auf einer Stiege gesessen und da wurde ich vom Proleten verhauen. Toll. Das ist Story of my life. Okay. Ich mache mich jetzt bettfertig. Leider gibt es keine schöne Aussicht zum Zeigen. Also ich bin halt echt gerade in so einem kleinen Tal drin, wo ein paar abgebrannte Bäume stehen und sonst nichts. Also die ganze Gegend ist vor... Also der Trail Magic gemacht hat, der Tom, der hat gesagt, die ganze Gegend ist, glaube ich, 2014 oder 2015 komplett abgebrannt. Alles. Also das war, glaube ich, eh Nachrichten, dieses große California-Fire da. Und seitdem gibt es halt hier 0 Bäume mehr. Tja, schade. Aber angeblich wurde das sogar, glaube ich, durch einen Brandstifter gemacht. Ich habe gehört, dass sehr viele, weil diese Fire Departments, es ist halt nicht so wie bei uns freiwillige Feuerwehr, sondern die kriegen halt bezahlt. Angeblich ist es so, dass halt viele von diesen Fire Departments legen selber Feuer, damit halt ihre Jobs gesichert sind. Ob stimmt, wer weiß es. Vielleicht sind das Aluhutträger-Geschichten, ich weiß es nicht. Ja. Jedenfalls, ich habe aus unerklärlichen Gründen ein bisschen Kopfweh. Werde mich jetzt mal hinlegen und wünsche euch eine gute Nacht.